Bereits zum fünften Mal trafen sich motivierte Skifahrerinnen im Obertauern, um ein Zeichen gegen Brustkrebs zu setzen. Damit wird die Pink Ribbon Aktion für die österreichische Krebshilfe unterstützt. Was bedeutet das eigentlich für Sie als Präsident? Also in zweierlei Hinsicht ist es bemerkenswert. Erstens einmal diese Solidarität der Frauen und das, was mit einem solchen tollen Event an finanzieller Mittel hereinkommt, die wir für bedürftige Frauen mit der Diagnose Brustkrebs einsetzen können. Und zum Zweiten für mich persönlich, ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und da mit den Profis Skifahren zu können und zu sehen, dass die noch einmal in einer ganz anderen Dimension Skifahren können, das ist ein besonderes Erlebnis. Skifahren und zugleich Gutes tun. Der Skiskis Damen-Skitag ist mittlerweile für viele zum Herzensprojekt geworden, denn um Brustkrebs aus einem Tabu zu holen und die Wichtigkeit der Mammographie zu erhöhen, soll dieses Event auffordern. Ja, ich tue einfach extrem gern Skifahren und es kommen immer, es sind viele gute Skifahrerinnen da, es sind viele nette Leute da, es kommen gute Gespräche, also es ist eigentlich immer ein netter Tag. Es ist auch noch dazu für einen guten Zweck und ja, man geht gemeinsam Skifahren, hat Spaß und tut dabei was Gutes und ja, deswegen komme ich ja immer wieder gern her. Wir ziehen alle am gemeinsamen Strang, der ganze Ort ist in Pink, lebt auf und wir sind da im Namen der pinkfarbenen Schleife und freuen uns auf die Message, auf Pink Ribbon, viel Geld zu sammeln und wieder gemeinsam zusammenzustehen mit Frauenpower für den guten Zweck. Es ist mittlerweile ein ganz großes Herzensprojekt, nicht nur von mir, auch von meinen Mitarbeitern, die so tatkräftig mich bei dem Ganzen unterstützen. Noch dazu, weil man weiß, dass die Krebshilfe nahezu zu 100% spendenfinanziert wird. Und ja, Thema Brustkrebsvorsorge, damit hat eigentlich die Geschichte der Krebsvorsorge begonnen. Und auch wenn wir von der Haut kommen, ist das Thema einfach wichtig und das gehört zusammen. Es ist jeder einzelne Euro wert, ob es jetzt beim Gewinnspiel ist oder über die Startgelder, über die Spenden, die so zusammenkommen, die Sponsoren, die uns unterstützen. Es ist alles notwendig, um einfach auch schnell helfen zu können in ganz schwierigen Situationen für viele Krebspatientinnen. Unbürokratisch schnell, rasch helfen ist doppelt geholfen im Prinzip. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Der Skiskis Damen-Skitag trägt dazu bei, erkrankten Frauen, die in finanzielle Not geraten sind, rasch und konkret zu helfen. Darum wurde die Spendensumme, die in Salzburg bleibt, voll Emotionen verkündet. 31.200 Euro.